Fall. Technisch brauche ich natürlich alle Mikronährstoffe, aber wir reden jetzt über die Mikronährstoffe, an denen ich häufig einen Mangel habe. Da reden wir einmal über Selen. Selen kommt in die Pflanzen durch den Boden rein. Meine amerikanischen Patienten haben häufig sehr hohe Selenspiegel, weil amerikanische Böden sehr reich an Selen sind, wohingegen europäische Böden eher arm sind. Das heißt, meinen deutschen Patienten rate ich immer, lassen Sie uns den Selenspiegel bestimmen, lassen Sie uns gucken, wo Sie stehen. Und wenn das nicht genug ist, dann muss man hingehen, man kann Nahrungsergänzung machen. Man könnte genauso auch Paranüsse essen, man könnte auch amerikanische Lebensmittel essen, wenn man weiß, wo die herkommen, welche Region, welcher Boden das ist. Jedenfalls Ziel sollte es sein, den Selenspiegel gut einzustellen. Auf der anderen Seite muss ich davor warnen, unreflektiert für Selenpräparate einzunehmen, denn Selen hat eine U-förmige Nutzenwirkungskurve. Das heißt, mit sehr wenig Selen bin ich schlecht dran, mit sehr viel Selen habe ich sogar noch toxische Effekte, die deutlich schlimmer sind als ein Selenmangel. Das heißt, das muss ich eng und gut einstellen. Dann braucht die Schilddrüse Zink. Zink ist so, früher gab es häufig einen Mangel. Seit der Corona-Krise haben viele Leute Vitamin C und Zink eingenommen, weil sie gehört haben, es ist gut für das Immunsystem. Haben sich damit aber häufig, weil sie nicht genug Kupfer in der Ernährung kriegen, in ein Problem geschafft, weil ich brauche im Körper eine gewisse Kupfer-Zink-Ratio, die muss stimmen. Und das heißt, normalerweise sollte ich auf 15 Teile Kupfer, 15 Milligramm Kupfer, 1 Milligramm. 15 Milligramm Zink, etwa 1 Milligramm Kupfer kriegen. Das kriegen viele Leute nicht, weil häufig einfach die inneren Organe von Tieren, in denen das drin ist, gerade in der Leber, einfach nicht mehr mitgegessen werden. Und auch, ich bin hier in Rheinland-Pfalz, das heißt, Leberwurst ist hier etwas wirklich regional Traditionelles, das einfach immer weniger und seltener wird und entsprechend auch diese Quellen, genauso wie Lebertran, wegfallen dafür. Das heißt, ich sollte Blut messen, Zink, und Kupferspiegel und ich sollte gucken, dass es einigermaßen ausgeglichen ist. Und die Grundregel gilt, wer Zink supplementiert, bitte erstens nicht zu viel nehmen und zweitens darauf achten, sie brauchen entsprechend auch Kupfer. Wenn wir das jetzt noch uns überlegen, was ist sonst noch notwendig für die Schilddrüse, dann ist es sicherlich Eiweiß. Es braucht zwar eigentlich bestimmte Aminosäuren, aber normalerweise, wenn ich richtiges Eiweiß aufnehme, dann baut der Körper sich das selbst zusammen. Das heißt, ich bin jemand, der keine Aminosäuren im Blut nachmisst, weil ich einfach glauben muss, aus dem Vollen schöpfen. Ich gucke auf ein gutes Gesamteiweiß. Ich gucke darauf, dass in der Verteilung des Eiweißes, es gibt eine Elektrophorese im Blut, dass der Körper das nicht an falsche Orte macht. Das heißt, dass er nicht daraus primär Antikörper fürs Immunsystem baut oder proentzündliche Stoffe, sondern dass es wirklich gut verteilt ist. Und dann höre ich auch. Wenn jetzt ein Patient mal sagt, ich möchte Aminosäuren nachgemessen haben und wir das tatsächlich machen, höre ich nie was Schlechtes vom Labor, wenn wir das ordentlich vorher gut eingestellt haben. Wenn natürlich ein Mangel besteht, eine entzündliche Geschichte entsteht, dann habe ich auch Mangel an Aminosäuren. Aber dann ist es eigentlich Wahnsinn, hinzugehen und zu sagen, ich möchte einzelne Aminosäuren supplementieren, sondern ich muss die zugrunde liegenden Probleme, insbesondere mit der Entzündung, lösen, um da wirklich ursächlich was dran zu machen und zu reißen. Jedenfalls brauchen sie ausreichend Eiweiß. Ne? Und das Problem von den ganzen Autoimmunerkrankungen ist, dass ich häufig eine Entzündung auf Magen-Darm-Ebene habe. Ich brauche erst einmal aber eine stabile Darmflora, damit es genug Säure im Körper gibt, dass Eiweiß runtergebrochen werden kann und aufgenommen werden kann. Das ist häufig ein Problem. Das zweite ist, wenn ich ein Leaky Gut-Syndrom habe oder Lebensmittelantikörper habe, dann werden diese Eiweiße ja kaputt gemacht von meinem Immunsystem. Das heißt, ich komme immer in eine, naja, Situation, wo ich Eiweiß esse und ich kann es nicht aufnehmen. Oder aber, wenn wir Stuhltests machen, gucken wir, wird Eiweiß ausgeschieden und ganz häufig, wenn ich ein Problem dort habe, wird das Eiweiß, das ich esse, wieder unverdaut ausgeschieden. Häufig auch, weil es lektinhaltige Eiweiße sind, die ich vielleicht gar nicht verdauen will. Ja, aber das sind so die zugrunde liegenden Sachen. Das heißt, ein Zielparameter ist, Gesamteiweiß im Blut würde ich gerne auf über 8 fahren. Das ist tatsächlich der obere Bereich des Normwerts, aber damit haben wir die Erfahrung gemacht, sind die meisten von der Schilddrüse her am allerbesten eingestellt. Und dann müssen wir entsprechend noch über Eisen sprechen. Ich brauche einen ausreichend guten Eisenspiegel und das ist ganz, ganz häufig ein Problem.
Weil viele Patienten, die das haben, haben seit Jahren nie einen guten Eisenspiegel gehabt. Die haben Ferritinmesswert, wo ihnen gesagt worden ist, das ist ausreichend, aber sie brauchen einen guten Ferritinwert. Normalerweise versuchen wir unsere Patienten zwischen 100 und 150 anzusiedeln. 70 ist so der untere Bereich, den ich mindestens haben möchte. Und das ist ganz häufig so, dass wenn ich Hashimoto-Patienten sehe oder andere Autoimmunpatienten, wir bis zu einem Jahr brauchen, bis wir das erreicht haben. Und ich kann Ihnen sagen, ich bin kein Freund von Eiseninfusionen. Die haben eine hohe Allergierate. Ich bin eigentlich auch kein großer Freund von Eisen als Nahrungsergänzung, sondern ich bin eher jemand, der versucht, wie kriege ich die Eisenaufnahme sinnvoll in den Alltag integriert, weil ich das hier dauerhaft durchhalten muss. Und eine Nahrungsergänzung ist immer dann gut, wenn ich ein gutes Nutzen-Risiko-Verhältnis habe. Also Vitamin D ist es häufig so. Ich sehe, wenn ich das mit Vitamin K2 kombiniere, in der Regel nie ein Problem. Aber bei Eisen mindestens 10% der Leute, die Magen-Darm-Problematiken darunter entwickeln, Verstopfung, Durchfall, Bauchschmerzen, schwarzer Stuhl. Das heißt, da muss man sich immer gut überlegen, brauche ich das? Und ich glaube ehrlich gesagt, es gibt viele Dinge, die die Eisenaufnahme hemmende Ernährung, da reden wir zum Beispiel über Tee, Kaffee, Tanninen, Wein, Milchprodukte. Es gibt Dinge, die die Eisenaufnahme fördern, wie Vitamin C, darauf sollte ich achten. Und dann geht es darum, wie kriege ich Lebensmittel, wie kriege ich, habe ich in jeder Portion, die ich esse, eine kleine Menge Eisen drin. Da sollte ich entweder auf die richtige Auswahl von Lebensmitteln achten. Häufig sehe ich auch gleichzeitig einen Eiweißmangel, das heißt, da bieten sich tatsächlich Fleisch- oder Fischprodukte an. Und wenn wir auch über Kupfer sprechen, dann ist natürlich auch Leber eine interessante Option. Aber es sei mal gesagt, auch eisenhaltiges Kochgeschirr ist ein sehr, sehr guter Weg, wie man ja, jedes Lebensmittel sozusagen an Eisen anreichert. Gleiches gilt für gusseiserne Teekannen. Aber das sind die Sachen, auf die Sie achten sollten. Zink, Selen, Eisen, Eiweiß, dass die stimmen.